Ich heiße dich wieder ganz herzlich willkommen zur 36. Folge der Runaway Teen Pregnancy Challenge. Ja, wie du siehst, ich habe die April jetzt endlich bei ihrer Wäsche waschen lassen. Weil jedes Mal, wenn die sich umgezogen haben, ist wieder ein Wäschehaufen durch die Gegend geflogen. Ich bin auch am Überlegen, ob wir einfach einen zweiten Korb hier hinstellen sollen. Ich glaube, wir machen das jetzt einfach schnell. Dann haben wir das Problem vielleicht nicht mehr, weil durch. Ich hoffe, dass das dann halt funktioniert, dass die Sachen da reingemacht werden können. Ja, nämlich durch die Waschwanne und durch die Leine können wir nicht so schnell hintereinander die Wäsche machen, wie wenn man solch eine Waschmaschine hat. Aber ich sehe es nicht ein, denen beiden jetzt schon eine Waschmaschine zu geben. Ganz ehrlich. Die haben sie in dem anderen Haus dann. Auf jeden Fall ist das Wetter heute ein bisschen besser. Es pieselt zwar immer noch, aber es donnert zumindest nicht mehr und blitzt nicht mehr. Das finde ich schon mal sehr gut. Und was natürlich der Vorteil ist, wenn es regnet, wir müssen unsere Pflänzchen nicht gießen. Ja. Okay, das hat sie fertig. Sehr gut. Dann lass hier schnell mal deine Bienchen machen. Auf die Kommentare von dir kann ich jetzt noch nicht eingehen, weil ich nämlich direkt hintereinander gerade alles aufnehme. So, April, wenn du jetzt schon hier draußen stehst, magst du hier noch das Unkraut wegmachen und dann den Mega-Verkauf machen? Da, Mega-Verkauf. Wir kriegen von Tag zu Tag mehr. Finde ich voll cool. Jetzt sind es mittlerweile schon 850. Und ich liebe ja dieses Gerät. Wirklich, ich liebe es. Fertig. Können wir irgendwas weiterentwickeln? Nee. Ich tippe die jetzt gerade einmal alle durch. Okay. Die Apple möchte gerne was lesen. Schnuggilein. Ich fände es aber eher ein bisschen cooler, wenn du das erstmal aufräumst und dann hier mal ein Landschaft. Was kannst du noch? Nach Vorlage. War mal ein Landschaftsgemälde. Dass du das erst machst. Hello. Can you do this, please? Thanks. So. Und die Emmy ist auch schon knapp 3 Stunden wieder da. Ah, jetzt hat sie das nicht gemacht. Okay. Dann mache ich das halt schnell weg. Lucy, wie geht's dir, du kleine Maus? Bist du überhaupt schon wieder? Lucy! Ach, da bist du. Was? Kleine. Danke. Kleiner Nager, großes Abenteuer. Lucy hat während der Reise an dich gedacht und dir eine Postkarte mitgebracht. Dann würde ich doch sagen, gucken wir doch direkt mal nach. Ah, voll vergessen. Genau. Das wollte ich aufhängen. Vielleicht bei der Emmy? Wobei die Emmy hat schon alle Wände voll. Ach nö. Können wir das hier irgendwo hinpacken? In Bad finde ich es ein bisschen blöd. Wenn ich das mal so sagen darf. Oder wenn man das. Oh, jetzt ist die Lampe wieder im Weg. Wenn man das hier hin macht. Was gibt es denn da für Farben? Das braune, das Regenbogen, weiß. Vielleicht das helle? Oder lieber dunkel? Grau? Oder das? Hat natürlich auch was. Ich glaube, ich lasse es vorerst mal hier stehen. Falls du natürlich eine bessere Idee hast, wo das hinpassen würde bei der April, bei der Emmy ins Häuschen, gerne in die Kommentare schreiben. So, die zweite Postkarte ist jetzt auch, die dritte mittlerweile. Wir haben mittlerweile ja schon 3 Postkarten von der Lucy bekommen. Die April malt ihr Landschaftsgemälde. Und wenn du doch so kokett bist, kannst du doch einen Shaney Boy. Dann, ja, mal eine kokette SMS schicken. Sie hat Level 6.
Ja, ich habe mir jetzt nochmal so meine Gedanken gemacht und vielleicht hat man es jetzt auch schon so die letzten ein bis zwei. Du möchtest ein Kunstwerk in einem Museum betrachten. Gemerkt, so April. Wow. Das sieht schon schick aus, aber wir verkaufen es. Ich habe schon überlegt, ob ich das Zimmer nochmal umstellen soll, dass das Ding hier irgendwie ist, dass sie von draußen auch was malen kann. Der Shane will in eine Bar. Wir hätten knapp eine Stunde, bis die Emmy dann wieder da ist. Ja, komm, die Stunde können wir uns auch noch vertreiben. Genau, was ich aber eigentlich ursprünglich erzählen wollte. Ich habe jetzt so ein bisschen mir meine Gedanken gemacht, hin und her überlegt, wie ich das jetzt mache wegen dem Partner. Vielleicht hat man es auch schon gemerkt, dass eigentlich so in den letzten beiden Folgen schon so die Entscheidung gefallen ist. Ist vielleicht für den einen oder anderen. Oh, das sieht richtig schick aus. Sind wir in Windenburg? Kann das sein? Ja, oder? Das ist doch Windenburg. Wie gesagt, ich kenne mich mit den ganzen Welten nicht so aus, weil ich nicht so durch die Gegend reise und die auch noch nicht gar nicht so allzu lange habe. Was ist denn das hier? Schalt mal ein. Nochmal Alternative an. Wir machen aber mal niedrig. So, ihr Süßen. Dann hier knuddelt euch mal. Weil wir haben ja nur die eine Stunde Zeit. Ja. Ich sag's jetzt einfach so raus, auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen blöd ist, dass ich jetzt den Sim von mir reintutsch für Aprils Partner. Shane? Hä? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Und guckt mal, wer da ist. Okay, ich muss wieder ein Stück zurück, sonst ist die Musik so laut. Das ist der Kevin Holland. Ja, Ich vorher. glaube, erbst es der nicht von dir? Kann das sein? Wenn nicht, tut's mir leid. Aber ich finde, doch, der ist doch von dir, oder? Sag's mir mal bitte, wenn du das dann siehst, ob das ein Sim von dir ist. Jetzt habe ich das schon vergessen. Hä, wo ist dann der Shane jetzt hin? Naja, egal. Ja, kurze Verabredung. Dann. Die Emmy darf jetzt mal Freundschaften schließen. Die ist nämlich dezent angespannt, weil sie Spaß braucht. Okay, Emmy. Dann kümmere dich mal um dich, bitte, mein Schatz. Ja. Also, ich wiederhole es jetzt nochmal, weil ich nicht genau weiß, ob ich es jetzt richtig gesagt habe. Die Entscheidung ist jetzt fest. Der Partner von der April wird der Shane sein. Den Martin werde ich mit einer ganz, ganz lieben Simmen, die auch hier mit in dem Let's Play ist, die wir auch schon öfters gesehen haben und kennengelernt haben. So, meine Liebe. Du darfst jetzt hier ein bisschen mit deiner Lucy spielen und sie studieren. Und dann mit ihr reden. Stimmt. Da aktivieren wir die emotionale Aura. Was kannst du denn da eigentlich machen? Da auch. Und dann kannst du Doktor spielen. Und die April, die hat Hunger. Was ist denn jetzt? Nehmen wir uns Hygiene und Spaß. Die April darf sich jetzt hier einen Rest nehmen. Die ist schon wieder halb müde. Was macht denn eigentlich unsere Wäsche? Die ist dreckig und klatschnass. Ja, das ist bei dem Wetter auch nicht
Super übel. Ja. Ich hoffe natürlich, dass die Entscheidung auch dir passt. Wenn nicht, tut's mir leid. Aber der Martin, der wird auf jeden Fall mit einer ganz, ganz lieben Simmen verkuppelt. Die zieht auch dann wahrscheinlich am Ende der Folge, das mache ich aber dann ohne Aufnahme, in das Haus, was ich schon gebaut habe für die beiden. Und dann hatte ich mir überlegt, dass wir die beiden verkuppeln, weil das geht ja auch in den Sims seit diesem einen Pack. Ich weiß jetzt nicht welches, aber es geht. Und ich glaube, hallo Betty, du kitzelst mich. Wir müssen andersrum, sonst düsen wir wegen dem Haus hoch. Kann die April nochmal ein selbstsicheres Gemälde machen? Emmy, was ist denn dein Bestreben? Wenn du inspiriert bist, musst du zwei Bilder machen. Du hast nämlich noch, ich glaube, 9 Tage. Genau, 9. Aber wenn du das gemacht hast, darfst du im Anschluss duschen gehen. Oh Gott, 9 Tage. Das kriegen wir nicht hin. Das kriege ich nicht hin, dass sie so viel Geld hat, dass wir uns das Haus leisten können. Das wird nicht hinhauen. Ja, dann wird sie halt als Teenager da einziehen. Ist ja nicht schlimm. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir dann in Aprils Beziehungsphase, sage ich jetzt mal, vorwärts kommen. Oh, ich habe die vergessen, diese Puppe hier wegzustellen. Wir stellen die jetzt erstmal dahin. Ich mache die dann später im Baumodus dann richtig. Ja. Emi, du hattest Hausaufgaben fertig, gell? Ja. Dann kannst du dann mal mit ihr spielen, sie beobachten. Was bedeutet eigentlich freilassen? Nee, freilassen will ich es ja eigentlich nicht. Es ist dreckig. Ja, ich weiß, dass es dreckig ist. Als hat die April das alles gemacht. Nein, nicht schlimm. Dann, Emmy, darfst du dir hier auch noch im Anschluss einen Rest nehmen? Ein ganzes Spaghetti nehmen. Und die April verkauft ihr Gemälde, was uns echt schon wieder gut was eingenommen hat. Kann man da irgendwas auch machen? Nee, gell? April. Ja, du machst noch da dein Ding. Okay. Und ich würde sagen, die Emmy kann noch ein bisschen ins Tagebuch schreiben. Und dann ist der Tag auch schon wieder vorbei. Das ging jetzt relativ flott. Ich nehme dann auf jeden Fall den Samstag noch mit in diese Folge, weil wir haben nur einen Puffer. April, schläfst du jetzt? In der Lounge soll ein Talentwettbewerb stattfinden. Machen wir uns lächerlich. Lisa, hättest du das nicht vielleicht noch eine Stunde eher schicken können? Beide sind müde. Und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Die Apple schläft jetzt einfach. Apple, kannst du nicht lieber noch hier so ein realistisches Gemälde malen? Was ist denn mit deiner Wäsche? Dreckig, klatschnass. Ja, es ist auch noch drinne. Emi, du isst was perfekt. Ach Gott, oh Gott. Jum, 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 jum. So, April, ich brauche noch eine Foto von dir. Was mit Hund und Katzen? Das ist doch cool, April. Ich glaube, das Bild werden wir dann auch behalten. Das kann nämlich die Emmy dann im Zimmer irgendwie noch hingehängt bekommen, wenn wir den Platz dazu finden. Die Betty sitzt auf dem Esstisch und beschnuppert meinen Uni-Ordner. Interessant. Was machst du da? Kann ich mal aufhören? Stingebini. Was machst du schon wieder, du Stingebini? Ja, mein Bettylein.
Oh. Emmy, wieso weinst du? Oder hast du gerade gelacht? Kann das sein? Das ist doch ein schönes Bild. Oder? Wann kriegen wir eigentlich wieder Rechnungen? Montags ist das doch, glaube ich, immer. So, Emmy, heute ist Freitag. Du kannst ja hier, wenn du möchtest, noch ein bisschen was machen. Was bräuchtest du an Fähigkeiten noch? Kreativität. Brauchst du nur noch einen? Okay. Motorik, was zählt denn dazu? Klettern? Okay, das können wir jetzt hier nicht machen. Vielleicht hilft ja auch das Bauen. Was, bei Lucy werden die ersten Alterserscheinungen sichtbar? Falls es dich interessiert, deine lokale Tierklinik verkauft ein Anti-Aging-Mittel, mit dem du den Altersprozess dauerhaft stoppen kannst. April? Dann müssen wir wahrscheinlich mal in die Tierklinik. So, Emmy. Stopp. Sollst du nicht hier hochkommen? Emmylein, jetzt sag mir nicht, dass du jetzt ein Tier hochkrannst. Ah, wegen dem Busch. Okay. Ich ändere das kurz. Miau, wo ist los, mein Schatz? Wo ist mit der Betty? Ja, was ist mit der Betty los? Betty, Betty? Betty, Betty? Ja, geh schnick. Funktioniert das jetzt? Was möchtest du machen? Spielen. Ich möchte aber eigentlich, dass du hier baust. Schnuggilein. Du sollst ein bisschen. Emmy. Ach, Emmy. Wenn du da jetzt nicht hochgehen kannst, dann da, trotz, dass ich jetzt alles weggemacht habe. Kind. Naja, okay. Immerhin malt sie. Das ist schon mal gut. April, was machst du? Du ratzt immer noch, gell? Verkauf mal dein Bild, bitte. Emmy, du bist in deinem Baumhäuschen. Wie cool. Nein, du bleibst bitte oben. Hier, du kannst mal. Monster, mal mein Monster. Emmy und ihr kleines Baumhäuschen. Wie cool. Oh mein Gott, ist die Layla hochschwanger. Oh mein Gott, in welchem Trimester ist sie denn? Vor allem, wie viele Kinder kriegt sie? Sie ist im Schwangerschaftsstadium 3. Kann es hinhauen? Und sie kriegt einen Jungen. Dann ist auch der Haushalt auch schon voll. Das ist einerseits gut. Und die Betty krabbelt wieder in ihre Kartons rein. So, April. Also da muss ich mir noch irgendwas überlegen. Das finde ich nämlich jetzt so nackig. Wenn nicht, mache ich die Teile nochmal hier so ein bisschen hin. Oh, jetzt hat sie sich vom Osterhasen von Merci oder Lind, die haben da immer so ein Glöckchen oder so ein Herz um. Jetzt hat sie sich dieses Ding gekauft. Oh nein, unsere Toilette ist kaputt. April, schnell reparieren. Schnell, schnell. Bitte, bitte. Ach. Die ist immer noch dreckig in Klatschnass. Oh, nee, das gibt's doch nicht. Kann es mal aufhören, jetzt zu regnen, bitte? Girl, Amy, jetzt wollte ich schon so Betty Emmy sagen. Was ist los, Bettylein?
Wo ist sie los, meine kleine Mausi? Komm her. So. Betty, machst du jetzt mit Videos? Hm? Machst du jetzt mit uns Videos? Ja, machst du jetzt Videos? Abmarsch da hoch. So, jetzt hier brav sein. Nein, stopp, stopp! Oh, jetzt ist sie über die Tastatur gelaufen. Marty, mach mir nicht meine Sachen kaputt. Du kleiner Stinkbär. Stinkbär. So, die April ist schon wieder ins Bettchen gegangen. Und die Emmy muss dringend aufs Glöchen. Dann Glöchen, Popöchen. Oh, und unsere Lucy stinkt. Oh nein. Emmy, du musst den Käfig noch säubern, bitte. Bevor du Schläfchen machen gehst. Eieieiei. Ah, genau, was ich noch euch zeigen wollte, beziehungsweise dir, ich habe die Farbe des Spiegels geändert. Ich mag dieses helle Holz irgendwie nicht, da werde ich es auch noch dunkel machen. Ist er trocken? Oder sauber manche Tisch. Nein, stopp, bitte hier, bitte beschlafen. Schlafen. Emmy, stopp. Emmy, bitte. Es ist schon so spät. Emmy? Danke, dass du schlafen gehst. Gute Nacht. So, die April ist jetzt schon wach. Wohl bemerkt um 6.45 Uhr. Und... Oh nein, stopp, das wollte ich nicht. Nein, ich wollte wissen, ob die... Hört mir noch klatschen, das tropft auch. Aber es scheint die Sonne. Es scheint die Sonne. Ich hoffe, dass wir dann unsere Wäsche mal wegsetzen dürfen demnächst. Und die April darf dann gleich ein bisschen schwimmen gehen, würde ich sagen. Emmy, wann stehst denn du auf? Gleich. Okay, dir geht's perfekt, Kind. Dann nutzen wir das doch, diesen wunderschönen Tag, wo ihr ein bisschen schwimmen gehen dürft, ihr Süßen. So, April, dann hätte ich gesagt, kannst du dich auf dem Rücken treiben lassen. Emmy Maus, kannst du schnorcheln? Die Emmy schnorchelt. Ja, April, du darfst doch jetzt schon. Geht doch schon los. Es geht doch schon, Lösle. So, ich wollte eigentlich mal gucken, wie lange wir noch Winter haben. Okay. Knapp eine Woche noch. Mittwoch ist Weihnachten. Da haben wir Kindertag. Und da ist schon Silvester. Und dann ist auch der Frühling schon. Und dann hat die Emmy auch schon Geburtstag. Oh, wei. Und da hat die April auch schon wieder Geburtstag. Oh Gott, die Zeit rennt irgendwie nur, so habe ich das Gefühl. Oh wei. Dann düselt ihr beide mal hin. So, die Apple jetzt schon mal auf den Rücken treiben. Nackt baden, das geht als Meerjungfrau. Guckt mal. Unser kleiner Freund. April, stopp. Bleib beim Delfin. April! Ah. Hey! Emmy, kannst du irgendwas mit dem Delfin machen? Nein, gell? Schade. Och, April. Wo gehst denn du jetzt überhaupt hin? Hey! Hör doch. April, also manchmal verstehe ich dich nicht. Du kannst mal ein bisschen herumschauen. Und die Emmy. Emmy, du sollst schnorcheln. Bitteschön. Sieht nämlich cool aus, wenn du das machst. Vor allem, wenn deine Mami dann gleich kommt.
Gummilein. Ich glaube, wir nehmen das so. April, dir geht's gut. Du düselst hier rum, gell? Kannst du jetzt... Oh, stopp, nicht mich mehr mitnehmen. Kannst du jetzt den... Ja. Ruf ihn mal. Vielleicht kann deine Tochter dann auch ein bisschen was mit dem machen. Okay, ich dachte jetzt, dass sie sich da irgendwie ein bisschen was anderes macht. Aber okay. So, rede mal mit dem Delfin. Kannst ihn auch füttern. Das ist wunderschön. It's beautiful. Ach, das ist wirklich süß. Was kannst du denn noch machen? Um Tricks bitten. Springen, tanzen, küssen. Dann machen wir nochmal tanzen und küssen. Mal gucken, was jetzt passiert. Okay. War das jetzt ein Nein? Das war's schon. Mehr könnt ihr nicht machen. Mit Delfin reden. Kann die Emmy eigentlich auch was mit ihm machen? Du kannst mal den Delfin beobachten. Stimmt schön, gell? Namen. Ich würde sagen, wir nennen ihn Blue. Oder sie. Okay, meine Tastatur spricht er. So. Unser Delfin heißt Blue. Blue? Wo bist du? Okay. Hello, everyone. Where's the Dolphin? Oder the Dolphin, eher gesagt. Hä? Hey. Naja, okay. Auf jeden Fall würde ich sagen, mit diesem super süßen Anblick beende ich jetzt die Folge hier. Mal gucken, ob wir in der nächsten Folge, dazu kannst du mir ja gerne mal einen Kommentar dazu abgeben in die Kommentare, ob wir den Shane, ja, ob wir noch ein bisschen was Romantisches mit dem machen wollen, noch ein paar Dates, noch ein paar Verabredungen oder ob wir direkt in die Beziehung starten sollen. Heißt ihn fragen, ob er unser Freund sein will. Würde mich mal interessieren, wie du das siehst oder was du davon hältst. Und dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz schönen Tag und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Tschüss!